Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute mit den POSIX-Funktionen etwas probieren. Und zwar, nachdem wir definiert haben, was Systemprogrammierung ist und dass man hier Funktionen des Betriebssystems benutzen kann, wollen wir damit etwas spielen. Und zwar wollen wir Informationen über einen laufenden Prozess ermitteln, gell? Ja, und da gibt es einige Funktionen, gell? Und die wollen wir mal ausprobieren und schauen, was dabei passiert und was da alles rauskommt, gell? Und ja, diese Funktionen wollen wir mal ermitteln und am Ende schlafen wir mal ein paar Sekunden, gell? Also nach getaner Arbeit verdienen wir auch etwas Ruhe, gell? Ja, und das wollen wir dann machen, wollen wir rausgeben und zum Schluss wollen wir mal schauen, ja, was sind das überhaupt für Funktionen, gell? Geht's mal schauen, was das überhaupt ist, gell? Ja, ist das C, ist das nicht C, gell? Gell? Und wenn es nicht C ist, warum dürfen wir nicht C-Funktionen verwenden, gell? Und dann probiert es das aus, gell? Ruft es euer Programm auf und schaut, was bei der Ausführung passiert, gell? Und dann wiederholt es das Ganze auch, gell? Schaut, was beim mehrmaligen Aufruf passiert, gell? Und dann schaut, ob ihr das auch beobachten könnt, gell? Könnt ihr auch einen Top aufmachen, damit Top mal zuschauen bei der Ausführung, ob ihr doch etwas seht, gell? Und wer dann noch mehr Spaß haben will, gell? Also, da gibt es eine Page, gell? Also diese Credentials über die Prozesse, gell? Und da kann man dann auch noch andere Dinge machen, gell? Kann man ganz viel machen, gell? Also ja, also schaut mal, was ihr alles über einen Prozess ermitteln könnt, gell?